Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de und heute sind wir schon ein bisschen aufgeregt, weil wir einen Kaffeevollautomaten hier stehen haben, auf den wir uns schon gefreut haben und auf den sich viele von euch auch schon gefreut haben. Ja. Ich bin hier natürlich wieder mit Mauricio und diesmal dem Siemens EQ900, nicht zu verwechseln mit dem Siemens EQ9. Mhm. Das macht man ja als Hersteller auch immer gerne so, dass alle immer sich nicht genau wissen, über welches Gerät man gerade redet. Aber das ist jetzt der EQ900, der ganz neue Kaffeevollautomat, den wir schon kurz auf der IFA kennengelernt haben. Wir hatten auf coffeeness.de von unserem IFA-Besuch schon ein paar Fotos. Und jetzt wollen wir mal angucken, was dieser Automat wirklich kann. Der Automat der Luxusklasse. Genau, der kostet nämlich über 2000 Euro und wir werden richtig viel ausprobieren. Wir werden nämlich alle möglichen Getränkeeinstellungen ausprobieren. Wir werden uns angucken, was der softwaremäßig so kann. Wir werden uns die App angucken. Und danach werden wir uns mal angucken, wie verschmordert der von innen aussieht und was man alles sauber machen muss und wie gut das funktioniert. Und dann habt ihr schon einen guten Überblick, ob sich der Siemens EQ900 lohnt oder nicht. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Jo, viel Spaß! Diesen Siemens EQ900 habe ich nicht irgendwie bei der IFA einfach so mir unter den Arm geschnallt und bin damit abgehauen, sondern den haben wir selber gekauft. Ich habe den für 2150 Euro gekauft. Und das ist die Variante mit nur einem Mahlwerk. Mhm. Es gibt auch noch eine Variante mit zwei Mahlwerken, die ist ein bisschen teurer. Ich glaube, bei den Preisen, so weit liegen die gerade gar nicht auseinander. Der kostet, glaube ich, 2250 Euro mit zwei Mahlwerken. Wenn der Preisunterschied nur so gering ist, würde ich, glaube ich, fast das mit dem doppelten Mahlwerk empfehlen, weil ihr da noch ein paar mehr Möglichkeiten habt. Wir haben jetzt hier die Variante mit nur einem Mahlwerk. Und wir fangen, glaube ich, einfach mal an, ein paar Getränke zuzubereiten. Und wenn ihr den jetzt benutzt, könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr das Display vorne benutzt. Mhm. Oder die App. Und das funktioniert beides gut, habe ich jetzt sehr viel getestet. Du hast die App eingerichtet. Ja. Ich hatte so ein bisschen geschmunzelt, weil ich habe in so einem Promotion-Video von Siemens gesehen, dass gesagt wurde, dann richten Sie die App ein und connecten die. Und das war so eine 2-Sekunden-Sequenz und dann ging es weiter. Und das dauert dann in Realität natürlich doch ein bisschen länger. Wir mussten da ein bisschen fummeln. Die wollten auch irgendwie, dass wir uns noch bei was Neuem anmelden, nicht nur bei Siemens, sondern auch noch bei sowas komisch anderem, ne? Ja, irgendwie wird jetzt alles vereinfacht und neu gemacht und es geht jetzt alles über irgendeine Single-ID und so weiter und so fort. Leider ist es immer dann doch irgendwie alles komplizierter, als es vielleicht sein muss, weil man sich dann zusätzlich anmelden muss. Ansonsten ging die App-Einrichtung diesmal hier doch relativ gut vonstatten. Mhm. Also wenn ihr eure WLAN-Passwörter und so weiter in dem WLAN, in dem ihr eingeloggt seid, zu Hause bereit habt, dann geht das eigentlich alles relativ schnell und problemlos. Wir machen dazu auf jeden Fall nochmal ein Video, wo wir das nochmal in kleinschrittig erklären. Das ging auf jeden Fall ganz gut, aber es ist jetzt auch nicht so ein Selbstgänger, wie das gerne von den Herstellern dargestellt wird, sondern so ein bisschen reinfuchsen muss man sich dann schon. Dann hat man, wie gesagt, die Möglichkeit, entweder über das Display, das ja schön groß ist, wie ihr schon sehen könnt, zu bedienen, oder über die App. Und dann gibt es zwei große Unterschiede, wo man sozusagen die Benutzungsführung umschalten kann. Einmal Komfort, das ist dann eine vereinfachte Einstellung. Da gibt es einfach weniger Möglichkeiten, wo man selber justieren kann. Und dann gibt es den Barista-Mode, da kann man einfach sehr viel selber einstellen. Da hat man dann ungefähr, bei den meisten Getränken waren es doppelt so viele Möglichkeiten, wo man kleinschrittiger einstellen kann. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist jetzt der Mode, den wir benutzen, weil für uns macht das ja nur Sinn, wenn wir möglichst viel selber einstellen können. Ja. Deswegen machen wir das auch. Es ist aber auch so, dass es trotzdem, obwohl man im Barista-Modus ist, meiner Meinung nach doch sehr übersichtlich gestaltet. Also man wird jetzt irgendwie nicht erschlagen von irgendwie 100 Menüs, wo man sich irgendwie durchklicken muss, sondern es ist, glaube ich, gut gelungen, wenn man diese Variante auch als Anfänger benutzt, weil man muss ja auch nun nicht alles selber einstellen. Würde ich auch jedem empfehlen, weil dann weiß man wenigstens genau, was passiert, weil sonst werden diese vielen Einstellungen auch irgendwie einfach verstellt und dann wisst ihr nicht genau, warum jetzt vielleicht was besser oder schlechter schmeckt. Wenn ihr das selber verstellt, dann wisst ihr immer, woran es gelegen hat, dann könnt ihr es machen. Nochmal was wirklich neu an diesem Gerät ist, bei Siemens zumindest neu, bei anderen Herstellern gibt es das teilweise schon, dass es jetzt ein elektronisch verstellbares Mahlwerk ist. Das heißt, ihr müsst nicht mehr irgendwie so ein Rädchen drehen, sondern das könnt ihr in der App oder am Display verstellen, dass er feiner oder gröber mahlt. Das ist noch der schöne Marketing-Sprecher. Da gibt es bestimmt einen Namen. E-Grinder. E-Grinder. Grind-Adapt. E-Grinder. Super. Gab es bei anderen Herstellern schon, ist jetzt bei Siemens neu. Finde ich super. Ist total gut, wenn es das gibt. Das hilft immer, weil man muss halt nicht mehr extra daran rumdrehen. Man kann das einfach bei den normalen Einstellungen mit vornehmen. Das ist auf jeden Fall schon was Neues. Das ist auch was, was beim Siemens EQ9
sozusagen dem Vorgängermodell noch nicht gab. Und wir machen jetzt einfach mal einen Espresso, würde ich sagen. Bei dem Espresso zeige ich euch jetzt schon mal das Display, weil das ist wirklich sehenswert. Mhm. Und dann kann ich euch auch schon mal den Profi-Modus zeigen zur Getränkeeinstellung, was man da so alles machen kann. Ja, das Display ist natürlich auch für mich ein persönliches Highlight. Wir haben schon einige Automaten gehabt hier, die auch sehr viel mit Displays auftrumpfen. Ich meine, ich glaube, Celsius Suprema hat natürlich auch ein sehr tolles, sehr großes Display verbaut. Auch die Nivona-Geräte der Top-Klasse haben mir auch immer ziemlich gut gefallen, was die Displays anbelangt. Die Tendenz geht auf jeden Fall zum großen Display. Die Tendenz geht zum großen Display und es ist ja auch so, dass es sich dadurch einfach doch wirklich sehr schön bedienen lässt und sehr übersichtlich gestaltet sein kann. Genau, wie ihr seht, ich habe jetzt einfach schon zum Getränk gewischt, zum richtigen. Hier könnt ihr diesen Barista oder den Comfort-Mode einstellen. Das kann ich euch hier auch nochmal zeigen, wenn ihr da drauf drückt. Dann habt ihr diese beiden Modi, die ihr auswählen könnt. Wir benutzen ja den Barista-Mode, das heißt, dann drücken wir wieder da drauf und das lassen wir so eingestellt. Und wenn wir jetzt hier auf das Getränk drücken, dann seht ihr schon, was man alles einstellen kann. Und zwar kann man die Stärke einstellen nach Kaffeebohnen von 4 bis 9, ist auch interessant. Und ihr seht dann hier, dass ab 5 noch nicht, ab 6 Bohnen seht ihr, dass da so eine doppelte Bohne angezeigt wird. Das heißt, er macht dann auch einen doppelten Mahlvorgang und drückt 2 Pucks durch. Sozusagen 2 Schuss Espresso kommen dann rein. Und bis Stärke 5 wird einfach nur mehr Kaffeepulver für diesen einen Puck verwendet. Dann könnt ihr hier die Menge in Millilitern einstellen, in 4 Stufen. Danke, auch in Millilitern. Sehr gut. Das ist gut, genau. Bei dem Kaffee klappt das ja meistens. Hier haben wir jetzt 40 Milliliter, das finde ich ganz gut, das würde ich so lassen. Und dann seht ihr hier jetzt schon die Mahlgradverstellung 1 bis 6. Und das ist, wie gesagt, dieses elektronische Mahlwerk, das ihr einstellen könnt. Ich habe das jetzt schon auf die feinste Stufe gestellt, das will ich jetzt auch nicht verstellen, weil das dauert ja meistens schon ein paar Bezüge, bis das dann richtig funktioniert. Und ich habe das jetzt darauf eingestellt und eingearbeitet und das finde ich auch ganz gut. Dann könnt ihr hier noch die Kontaktzeit verstellen. Das heißt, wie viel Kontakt das Wasser mit dem Kaffeepulver hat, je länger, desto... Oh, jetzt ist er wieder rausgegangen, jetzt habe ich zu lange geredet. Je länger die Kontaktzeit ist, desto kräftiger wird der Kaffee. Und die Brühtemperatur finde ich mit 96 Grad schon ganz gut. Und dann kann ich jetzt einfach Start drücken, dann geht der Bezug los. Und das mache ich jetzt auch. Und was sagst du zur Lautstärke? Ja, also Lautstärke ist gewohnt leise bei Siemens. Man müsste natürlich erstmal vergleichen EQ9 und EQ900. Genau, das werden wir machen. Wir werden nochmal den EQ9 daneben stellen und den EQ700. Ja, aber und gefühlt schon auf jeden Fall mit eines der leisesten Geräte, so würde ich schätzen. Sehr kompaktes, sehr gut gedämmtes Mahlgeräusch. Also man wird da auf jeden Fall, wenn man den in einem größeren Haushalt benutzt, niemanden morgens um 6 aus dem Bett werfen, wenn man sich einen Espresso oder einen Latte Macchiato bezieht. Ich habe auch gemessen, das sind 63 dBA. Mhm. Also das ist schon sehr am unteren Ende dessen, was wir jemals gemessen haben. Man kann also sagen, es ist ein super leiser Kaffeevollautomat und super leise gefällt uns immer gut. Mhm. Feinster Mahlgrad haben wir schon gesagt. Dann müssen wir noch ein Wort zu den Kaffeebohnen sagen, weil das ist ja extrem wichtig. Jawohl. Wir haben jetzt nämlich, da hinten steht glaube ich die kräftige Variante, die haben wir nicht benutzt. Wir haben den Classic benutzt, den milden, schokoladigen Kaffee, den wir extra für Kaffeevollautomaten haben, entwickeln lassen. Mit dem testen wir ja all unsere Geräte auch. Wenn ihr den mal probieren wollt, verlinke ich euch unter diesem Video auch nochmal unseren Shop, wo ihr den Kaffee kaufen könnt. Und der funktioniert wirklich ziemlich gut in Kaffeevollautomaten und in diesem werden wir gleich mal gucken, wie es funktioniert. Also in den bisherigen Siemens-Geräten funktioniert er wirklich optimal. Damit haben wir den ja auch teilweise entwickelt. Daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es vermutlich gut funktionieren wird. Ja. Aber wir sind weiterhin gespannt. Also die Crema sieht wirklich gut aus. Der ist ja auch so ein bisschen gesprenkelt, so ein bisschen Schleichkatzen, hätte ich fast gesagt. Wie heißen die? Großkatzen. Wie heißen die Großkatzen mit Musterung? Leoparden? Heißen die so? Leopardenmuster? Hat auch eine gute Temperatur. Schmeckt super interessant. Ist ein richtig guter Espresso geworden. Und ich habe halt dieses
Jetzt, also dieses Schokoladige habe ich jetzt gar nicht so viel wie sonst oft. Es geht so ein bisschen mehr so in Richtung Karamell diesmal. Ja. Und er hat aber auch noch so ein bisschen, jetzt keine Säure, aber so ein bisschen Fruchtigkeit. Das ist auf jeden Fall ganz lecker. Er schmeckt auf jeden Fall so lebendig irgendwie. Mhm. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Espresso-Wumms, sondern so richtig, da ist noch so, der erlebt richtig. Und das gefällt mir sehr gut. Finde ich gut. Dann noch ein weiteres Detail. Der hat eine Warmhaltefläche, die richtig heiß wird. Die wird richtig heiß. Die brennt dir die Finger weg, merke ich gerade. Die kann man aber auch abschalten und das finde ich ja immer ganz gut. Ich finde immer ganz gut, wenn man Optionen hat. Es gibt aber auch Leute, die gar nicht benutzen würden. Hier könnten wir jetzt, dann sieht man mich aber wahrscheinlich nicht mehr, die Gläser raufstellen. Man muss dazu sagen, die Fläche hier ist nicht sehr groß und man sieht ihr eigentlich auch nicht an, dass sie eine Abstellfläche sein soll. Das Einzige, was man sieht, ist, dass hier so drei Schlangenlinien drauf gezeichnet sind, was natürlich wahrscheinlich die Wärme symbolisieren soll. Und deshalb kann man das schon so ein bisschen erkennen. Und normalerweise sind dann da immer so Rillen, dass man weiß, da soll das draufgestellt werden. Ja. Das ist hier nicht so, aber das ist, also wenn ihr da noch ein Handtuch drüber legt, dann werden die Tassen richtig heiß. Muss man sich natürlich immer überlegen, ob man das so designtechnisch will, weil der sieht ja ganz gut aus. Und wenn man da ein Handtuch mit Tassen drunter drauf hat, wird er nicht hübscher. Selbstgestrickt von Omi vielleicht. Genau. Aber warum nicht? Ist von der Funktionalität auf jeden Fall gut. Das wollte ich noch dazu sagen. Was mir dann eben noch aufgefallen ist, bevor ich das vergesse, hier der Auslauf, den könnt ihr ja Höhen verstellen. Da passt auch alles runter. Der rastet auch schön ein. Klack. Mhm. So. Und das fühlt sich dann auch gut an, wenn der einrastet. Aber das ist jetzt einer meiner Kritikpunkte, ist, dass sich das ganze Gerät von der Haptik her super gut anfühlt. Aber dieser Auslauf hier, der sieht irgendwie so aus, als wäre das so nach dem Motto, jetzt müssen wir nochmal 10 Euro einsparen bei der Produktion. Weil das Ding ist ein bisschen klapperig und ist ein bisschen schwergängig, bisschen plastikmäßig. Auch, ne? Das stört mich jetzt gar nicht. Das wirkt dadurch eher, finde ich, hochwertig. Okay. Und dieses Einklacken finde ich auch schön. Aber hier hätte ich mir irgendwie noch eine Edelstahlkomponente gewünscht, dass das irgendwie ein bisschen besser aussieht. Weil das ist eigentlich von dem gesamten Gerät so das Einzige, was ein bisschen billig aussieht. Und ansonsten macht er echt einen super hochwertigen Eindruck. Das ist mir noch eingefallen. Wir wechseln jetzt mal in die App. Und das Schöne ist in der App, wenn ihr da was verstellt, dann verstellt sich das auch auf dem Display. Mhm. Ihr seht also immer, was passiert. Wir sind jetzt vorne im Display beim Kaffee Crema und hier auf meiner App auch. Und das kann man jetzt alles genauso verstellen, wie man das gewohnt ist. Das sah, glaube ich, glaube ich, genau die gleiche App, die es auch beim Siemens Eco 9 ist. Ja, das ist diese Home Connect App, nennt sich die. Also da kann man quasi alle Siemens-Geräte mit einprogrammieren und dann in den Einstellungen auch den Namen des Geräts vergeben. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht irgendwie automatisch der Name erkannt wird. Also es steht dann immer Vollautomat 3 oder so bei uns, wenn wir den dritten Vollautomat hinzugefügt haben. Die meisten haben natürlich nur einen Vollautomaten, bei uns ist es ein bisschen schwieriger. Aber man muss dann halt erstmal in die Einstellung reingehen und kann dann den Gerätenamen so anpassen, wie man es gerne möchte. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein paar normale Menschen auch einen Eco 9 haben und jetzt auf den Eco 900 aufrüsten wollen und dann mal Vergleichstrinken machen. Und ich bin hier gerade bei der Temperatureinstellung und ich mache es mal ein bisschen kälter, weil erfahrungsgemäß wird es bei schwarzem Kaffee immer sehr heiß. Und deswegen möchte ich jetzt mal nur 92 Grad machen für die Zubereitung. Dann haben wir hier, was ist das? Die Kontaktzeit, das ist sozusagen das Vorbrühen. Je länger das Vorbrühen ist, das hatte ich schon mal kurz gesagt, desto intensiver wird der Kaffee. Das heißt, das ist die Kontaktzeit von dem Wasser mit dem Kaffeepulver. Und wir machen dann ruhig mal lang, weil wir wollen es ja intensiv haben. Hier haben wir jetzt den Mahlgrad. Der ist jetzt auf Stufe 2. Das ist die zweitfeinste Stufe. Das können wir nochmal umstellen, dann machen wir mal die feinste Stufe, das gefällt mir meistens dann doch besser. Und dann haben wir jetzt die Kaffeestärke, die ist jetzt auf 4, dann kann man hier 5, 6, 7, ach hier kommt jetzt gar keine zweite Bohne, die angezeigt wird. Normalerweise müsste dann doch hier eigentlich auch die zweite Bohne angezeigt werden. Das ist bei Kaffeecreme etwas anders. Ich gehe mal gucken, ob es vorne auf dem Display ist. Dann hätten wir nochmal einen interessanten Unterschied festgestellt. Ja, bei dem Kaffee war es auf jeden Fall so. So, dann gehen wir hier mal rein. Ne, hier ist es aber auch so, das wird dann in der App nicht angezeigt. Also ab Stärke 6 ist es auch so ein doppelter Bezug. Mhm. Wir wollen einfachen, das heißt, wir machen jetzt 5. Und das ist natürlich dann, das haben sie dann irgendwie bei der App, glaube ich, vergessen, damit rein zu programmieren. Ups. Das ist natürlich schon mal doof, aber machen wir weiter. Und dann haben wir bei der Milliliteranzahl, haben wir 120 Milliliter. Die Leute, die den Kanal kennen, wissen ja, dass das, wenn man
einen Puck nur benutzt und keinen doppelten Bezug, dann ist das genau die richtige Menge. Wenn man jetzt so einen Doppelbezug machen würde, dann könnte man die Menge auch gerne erhöhen, aber wir machen es jetzt ja nur mit einem Durchlauf vom Mahlwerk. Mach mal weiter. Kein Doppelbezug, man kann auch zwei Getränke gleichzeitig beziehen, das kann man, glaube ich, bei allen Getränken hier machen. Das machen wir aber nicht, das ist jetzt fertig eingestellt. Und dann kann ich jetzt hier in der App auch einfach Start drücken. Darf man nur nicht vergessen haben, sein Glas unterzustellen. Habe ich gemacht. Sehr gut. Da muss genug reinpassen. Das 120 geht Milliliter. Nicht voll automatisch. Nee. Und dann müssen wir jetzt nochmal, könnt ihr euch nochmal das leise Mahlwerk anhören. Ein sehr schönes Geräusch, wenn er die Bohnen einzieht ja. Und mahlt und man weiß, man kriegt gleich ein wunderbares Getränk. Da war auf der IFA auch ein bisschen zu viel los, um das gut zu hören. Da haben wir uns mit so einem netten Promoter auf Englisch unterhalten, weil das ein bisschen besser geklappt hatte. Und da hört man dann das Mahlwerk natürlich wegen den ganzen Hintergrundgeräuschen nicht. Und der Stand war irgendwie auch in der Mitte, von der Mitte gefühlt. Das war sehr, ein großes Kuddelmuddel. Aber man hatte da nicht so viel Privatsphäre wie in anderen IFA-Ständen. Aber jetzt sind wir froh, dass wir das mal testen können. Jetzt läuft der Kaffee auch schon durch, das ist gut. Und ja, ich glaube, für den Kaffee gibt es gleich sogar noch eine Überraschung für Mauri. Für den Kaffee oder für Latte Macchiato? Ich habe gehört, ich werde mit etwas überrascht. Naja, die Katze ist aus dem Sack. Mauri kriegt ein bisschen leckeres Gebäck heute extra noch. Okay. Kannst du ja auch so, möchtest du zum Kaffee oder zum Latte Macchiato? Ja, zum Latte Macchiato ist gut. Okay, dann warten wir darauf noch. Hier wird jetzt auch schön im Prozent angegeben, wie weit der Bezug ist. Das finde ich ganz gut. Und diese Warmhalteplatte, die ist ja wirklich super, ne? Ja, super. Da muss man jetzt kein leeres Glas draufstellen, aber... Muss man das nicht? Ja, nee, wir können ja das da draufstellen, dann wird das jetzt warm vielleicht. Du kannst dir mal den Kaffee schnappen und probieren. Ja. Kaffeecreme, auf jeden Fall fette Crema, also richtig gut. Und dafür, dass ich die Temperatur runtergestellt habe, dampft da auch noch ganz schön, ne? Ja, auf jeden Fall. Sieht sehr heiß aus. Ich meine, wir haben jetzt hier unsere doppelwandigen Gläser, da merkt man das immer nicht so. Das heißt, man muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, wenn man anfängt zu trinken. Ich puste mal ein bisschen. Ja, sieht super aus. Und riecht auch toll. Also tatsächlich, Karamell kommt heute sehr gut durch, das merke ich auch. Ich hätte es auch noch 2 Grad kälter einstellen können. Mhm. Nee, aber es ist super. Also... Vor allem ist er kräftig, aber auch nicht bitter. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Die Temperatur fand ich jetzt ideal, so zum Wegschlürfen. Ja, apropos aus einem Glas trinken. Wir hatten ja ganz viele, ganz dickspurig jetzt ganz viele Videos angekündigt. Wir lagen gerade erst mal 10 Tage mit Corona flach. Deswegen war es ein bisschen langsamer. Aber das Gute ist, der Geschmackssinn ist wieder da. Ich habe 2 Tage nichts geschmeckt. Und jetzt schmecke ich wieder alles. Und das wäre ansonsten auch ziemlich blöd gewesen, wenn das nicht wiedergekommen wäre. Dann hätte ich hier meinen YouTube-Kanal an den Nagel hängen können. Das ist echt krass, wie schnell man dann seinen Geschmacks- und Geruchssinn verlieren kann. Ja, ich hatte das gar nicht tatsächlich. Also bei mir war da immer noch da. Also süß habe ich noch so ein bisschen. Da hat man immer nur Süßigkeiten gefuttert. Also der ist jetzt, ich hatte den ja auch auf diesen intensivsten Modus mit Vorbrühen gestellt. Das merkt man. Der ist jetzt echt schon ziemlich kräftig. Kräftiger würde ich den gar nicht haben wollen. Das ist wirklich viel Geschmackssache. Probiert da aus. Und hört da auch nicht nur auf mich, das mag wirklich jeder anders gerne. Ich trinke ja schon sehr gerne kräftiges Zeug ohne Milch. Aber das ist absolut Geschmackssache. Ich finde nur die Bezugsmenge von 120 Millilitern ist immer ein ganz guter Maßstab, an dem man sich richten sollte. Und dann kann man die anderen Parameter verschieben. Aber das ist ja auch schön, wenn man halt einen Automaten hat, der es einem extrem einfach macht, mit diesen Parametern rumzuspielen. Weil wenn ich jetzt irgendwie so ein kleines Gerät habe mit irgendwie einem fummeligen Display, so, dann habe ich überhaupt keinen Bock, irgendwie da zu experimentieren. Und hier ist richtig so, dass ich denke, ach, nehme ich mal über die App in die Hand und überlege mir, okay, jetzt mache ich mal das ein bisschen zwei Stufen kräftiger, um mal so ein bisschen auch tatsächlich das Geschmacksspektrum zu erweitern. Ja, also ich finde, von der Temperatur jetzt mit den 92 Grad ist es für schwarzen Kaffee auch perfekt. Das würde ich so lassen und den feinsten Mahlgrad würde ich tendenziell auch so lassen. Den kann man aber auch ein bisschen gröber einstellen. Wir machen noch mal einen Cappuccino, glaube ich. Müssen wir noch eine kurze Pause machen, weil dafür brauchen wir das Glas hier, weil unser zweites ist mir runtergefallen. Bis gleich. Das Cappuccino-Glas ist abgewaschen und jetzt können wir den Cappuccino machen. Ich mache das hier wieder mit der App. Da lasse ich die Temperatur jetzt hoch und dann kann man hier noch einstellen, wie hoch der Anteil des Kaffees und der Milch sein soll.
und ich möchte gerne mehr Milch. Dann machen wir hier wieder die Kontaktzeit lang, weil für Milchgetränke soll es ja möglichst intensiv werden. Oh ja. Das finde ich gut. Dann machen wir den Mahlgrad wieder fein. Dann haben wir jetzt hier die Kaffeestärke. Die würde ich jetzt wieder auf 5 einstellen. Dann bleibt es, glaube ich, bei einem Bezug. Und das ist dann aber auch die kräftige Variante. Man kann dann, wenn man das höher stellt, einfach auch einen Double Shot sozusagen machen. Und dann wird es wahrscheinlich eher so ein bisschen in Richtung, geht es in Richtung Flat White. Mhm. Und es ist jetzt auf 180 Milliliter voreingestellt. Für ein Cappuccino finde ich das eine ganz gute Menge. Das bleibt, passt in das Glas auch rein. Und es ist schön, dass das auch wirklich in Millilitern angegeben wird, nicht in Sekunden, wo kein Mensch weiß, was gemeint ist. Ja. Ihr könnt euch ja mal ein paar von unseren Jura-Test-Videos angucken, wenn ihr wisst, was wir, damit ihr wisst, was wir meinen. Das macht aber nicht nur Jura so, ne? Das machen andere Hersteller auch. Das machen andere auch so, ja. Leider. Doppelbezug wollen wir nicht. Dann sind wir hier fertig mit den Einstellungen. Dann das Glas hatte ich drunter gestellt. Ich doppelcheck das immer, weil mir sind schon zu oft Unfälle passiert. Und dann fangen wir mal mit dem Cappuccino an. Milch ist drin, ne? Yes, ja. Yes. Ihr habt hier genau wie bei dem Siemens EQ9 und bei dem Siemens EQ700 so eine Milchkaraffe, die ihr an der Seite einfach reinklacken könnt. Und für die gibt es auch einen Adapter. Und mit dem Adapter könnt ihr dann direkt aus dem Glas beziehen oder aus einer Milchtüte und dann braucht ihr diese Karaffe nicht. Das finde ich persönlich ja super praktisch. Also wenn ich mir den kaufen würde, würde ich diesen Adapter noch dazu kaufen. Ja. Ich glaube, der kostet 25 Euro oder so. Das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, wenn man denkt, warum packt der Hersteller das beim 2000-Euro-Gerät dann nicht mit rein? Das ist wirkt ein bisschen kleinlich. Ja, ne? Auf jeden Fall. Das ist ein Stück Plastik, das kostet irgendwie in der Produktion wahrscheinlich 4 Euro. Und beim Gerät der Preisklasse sollte man das dazu packen. Ist klar, warum sie es nicht machen. Man kann schön was extra für 25 Euro verkaufen. Leider kann man nicht nur den Schlauch reinklappen, weil der hat so 2 Sensoren. Und die Sensoren melden dem Gerät, die kann man auch so wegschieben mit der Hand, ob der Milchtank drin ist oder nicht. Und die müssen getriggert werden, also die müssen aktiviert werden, damit der Bezug dann funktioniert. Deswegen braucht ihr den Adapter, wenn ihr aus der Tüte direkt beziehen wollt. So wie ich das immer mache. Genau. Das Ding heißt Milchadapter. Milchadapter. Also ihr könnt dann einfach nach Siemens EQ 900 Milchadapter suchen und dann findet ihr das bestimmt auch. Cappuccino. Haben wir mal schon Cappuccino gemacht, ne? Cappuccino. So. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ja, also der Milchschaum sieht super fein aus. Ja, allgewohnt Siemens-technisch guter Milchschaum, fein, porig. Schauen wir mal, wie der Geschmack ist, ne? Also ist jetzt schon vom Geschmack relativ viel Kaffee. Man sieht es auch, ganz gute Schichtung. Von daher ist es gut, dass ich jetzt nicht den Doppelshot angemacht habe. Auch schön kräftig. Jo, kannst du mal probieren? Ich probiere auf jeden Fall. Der Kaffee wird jetzt ein bisschen schokoladiger, wenn er mit der Milch verbunden ist. Auch sehr lecker. Ja. Ja, ich habe kurz gedacht, als du das eingestellt hast, auch Mensch, ich brauche es bestimmt ein bisschen kräftiger eigentlich. Aber jetzt, also mit der Einstellung gefällt mir der Cappuccino echt ziemlich gut, muss ich sagen. Auch die Temperatur vermischt sich gut mit der Milch und dem Kaffee, gibt eine gute Trinktemperatur für mich. Jetzt kommen wir zu Mauris Lieblingsgetränk, nämlich dem... Zur Königsdisziplin, dem Latte Macchiato. Und da gucken wir mal, wie der Milchschaum wird und vor allem, was uns interessiert, ob der Milchschaum ein bisschen mehr wird als beim Siemens EQ 9, weil das war da immer so ein bisschen bei dem Fingertest ein bisschen schmalfingerig vielleicht. Ja, so, es war immer so knappe 2 Finger. Und wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen darüber kommen. Mhm. Deswegen stellen wir das so ein, dass wir maximal viel Milchschaum haben. Und das Glas habe ich, glaube ich, schon drunter gestellt. Ich mache das hier wieder über die App. 98 Grad finde ich gut, weil... Das möchte man ja heiß haben, das Kaffeegetränk. Heiß. Das heißt nicht, dass das ganze Getränk 98 Grad hat. Das zählt dann nur für den Kaffeebezug. Ja. Dann kann man hier einstellen, wie viel mehr oder weniger Milch haben. Ich möchte 90% Milch haben, also viel Milch. Dann kann man hier wieder einstellen, die Kontaktzeit will ich wieder lang, weil ich will es ja kräftig haben. Mhm. Dann machen wir den Mahlgrad wieder auf die feinste Stufe. Die Kaffeestärke machen wir auf 5, das hat mir eben bei dem Cappuccino auch gut gefallen. Und die Bezugsmenge machen wir hier auf die maximale 350 Milliliter. Hier, genau, machen wir nochmal weiter. Doppelbezug wollen wir nicht.
Dann haben wir jetzt alles eingestellt. Das habt ihr wahrscheinlich vorne am Display auch gesehen. Das konnte ich jetzt nicht beobachten. Manchmal geht er dann auch wieder in die Übersicht zurück. Und dann machen wir einfach mal Start. Milch ist noch eingeklackst. Perfekt. 0% Zubereitung. Ja, ich glaube, in einem unserer Videos muss ich mal irgendwie angemerkt haben, dass unser Kaffee ja doch perfekt mit irgendwas Süßem harmonieren würde. Und ich war wahrscheinlich so konkret, dass ich gesagt habe, mit wunderbaren Nussecken. Insofern glaube ich, dass hier mir eine kleine Überraschung vorbereitet wurde. Ja, heute Morgen wurden wir nämlich im Büro überrascht und der Flo, der nämlich bei uns im Kundenservice arbeitet und der immer alle E-Mails von vielleicht mal verschollenen Paketen, wo jemand Kaffee bestellt hat oder wenn andere Probleme aufkommen, der hat uns heute überrascht und hat nämlich Nussecken gebacken. Und das ist total gut. Deswegen wollten wir einmal Flo zeigen, dass wir hier nicht nur immer zu zweit sind, sondern auch jemanden haben und uns bedanken für die Nussecken. Vielen Dank, Flo. Die haben wir jetzt auch nicht getestet und wir probieren die jetzt mal mit dem Latte Macchiato zusammen. Jetzt hast du wahrscheinlich alle Zuschauer komplett abgelenkt von dem Getränkebezug. Naja, und wenn ihr das Rezept für die Nussecken haben wollt, ne, ihr wisst, an wen ihr euch wenden müsst. Und ich glaube auch, dass jetzt alle Zuschauer denken, dass ich irgendwie 1,20 groß bin. In Wirklichkeit sind die anderen hier nur alle ziemlich groß und ich bin normal. Ja, dann viel Spaß beim Probieren. Ne? Vielen Dank. Wunderbar. Ja, Getränk wird jetzt zubereitet. Ja, da fehlt, glaube ich, noch der Kaffee und dann geht's, glaube ich, los. Wunderbar. Die Frage ist, was ich zuerst esse, die Nussecke oder den Kaffee trinke? Na, ich glaube, du musst schon den Kaffee vorher erst einmal probieren. Ja, ja, also insgesamt, wir gucken uns ja gleich nochmal die Reinigung an, weil ich habe ja versprochen, dass wir genau gucken, was jetzt wie verschmoddert ist, nachdem man den einen Tag lang benutzt hat. Und das werden wir auch machen, das ist ja auch wichtig. Also wir bauen gleich nochmal die Brühgruppe aus und gucken uns... ja, wunderbar, ne? Das sieht doch gut aus. Also, das sieht echt gut aus. Ja, also zwei Fingertest ist auf jeden Fall locker bestanden. Und der Milchschaum sieht auch extrem fein aus. Also hier auf der kompletten Höhe bis nach ganz oben. Guten Abschluss, keine Sprödelblasen drauf, also wirklich super fein. Das hat man auch oft, dass die Geräte nochmal am Ende so einen kleinen Auswurf machen und dann den ganzen schönen Milchschaum zerstören. Und das Auge isst ja oder trinkt bekanntlich mit. Insofern sieht das hier echt ziemlich gut aus. Ich hatte die Temperatur gemessen, da hat er 65 Grad. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich habe mich ja vorbereitet auf das Video. Wow, ja, schmeckt richtig gut. Ja? Also auch nochmal viel geiler als der Cappuccino, finde ich. Irgendwie so vom Ding her, weil man hat noch ein bisschen mehr Schaum im Mund. Mhm. Und kommt immer natürlich darauf an, wie man das mag. Und jetzt werde ich noch meine Nussecke essen. Ich gebe dir dann zurück für die Nussecke. Vielen Dank. Das sieht wirklich ganz gut aus. Die Frage ist, was passiert, wenn die Nussecken jetzt nicht schmecken? Dann färchen wir Flo im Büro ein. Eigentlich soll man Leuten in Videos ja nichts voressen. Nee. Mhm. Ist das ein ungeschriebenes Gesetz? Das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz. Okay, dann nehme ich nur eine kleine Aber Nussecke. Da wir ein Kaffeekanal sind, ist es, glaube ich, kann man, glaube ich, eine Ausnahme machen. Mhm. Ja, die Nussecken sind super. Hast du gut gemacht. Ja, sehr gut. Darf ich jetzt auch noch mal trinken? Mhm. Ihr bekommt zu dem Kaffeevollautomaten noch ein tolles türkises Reinigungstuch zum drüberwischen. Und worauf auch hingewiesen wird, ist, dass man nicht mit einem schrubbeligen, rauen Schwamm oder diese, gibt auch diese Scheuer. Abrazzo. Ja, genau, so Abrazzo-Teil. Damit soll man auf jeden Fall nicht auf dem Vollautomaten rumschrubben, weil dann sieht er danach nämlich aus wie ein altes Fahrrad. Und das will man auf jeden Fall nicht. Also seid ein bisschen vorsichtig, womit er die Oberfläche sauber macht. Die kann halt verkratzen. Die ist aber, ich würde die jetzt nicht als empfindlich beschreiben, aber wenn ihr damit so einen harten neuen Schwamm rüberwischt, ist es nicht so gut. Das Tuch hier ist, glaube ich, jetzt auch hauptsächlich fürs Display. Was uns noch aufgefallen war, ein kleiner Negativpunkt am Display, das kann man jetzt auf dem Video ein bisschen schlecht sehen, ist, dass es vom Winkel her sehr gerade ist und es gut wäre, wenn es ein bisschen angewinkelt wäre. Das heißt, wenn man drauf guckt, dass man dann noch eine etwas bessere Sicht hat, weil man jetzt manchmal bückt man sich so automatisch und das gefällt mir eigentlich bei den Automaten, wo das so angewinkelt ist, noch besser. Ja. Ihr könnt auch heißes Wasser zubereiten, ihr könnt heiße Milch zubereiten, nur Milchschaum zubereiten. Also ihr könnt eigentlich Getränke für die komplette Familie machen.
Das ist ganz gut. An sich ist dieser Automat natürlich schon ein ziemlich großer Automat. Das haben ja, glaube ich, ja, höherpreisige Automaten so an sich. Das heißt, man braucht schon auch einen ganz guten Platz in der Küche, sowohl nach oben hin, aber auch in der Breite. Es macht aber trotzdem einfach super was her, wie bei den Siemens-Geräten eigentlich üblich. Hattest du anfangs ja auch schon gesagt, also sieht super hochwertig aus. Das heißt, wenn man bereit ist, über 2000 Euro für ein Gerät auszugeben, bekommt man da auf jeden Fall was für sein Auge. Und ich glaube auch, wenn man Leute und Gäste zu Hause hat oder im Büro vielleicht das Gerät irgendwo hinstellt, wo man ein bisschen repräsentativ sich zeigen muss, dann ist es definitiv eine gute Wahl. Es gibt auch noch eine Version, die ist ein bisschen günstiger. Die ist dann, glaube ich, schwarz von vorne. Das verlinke ich euch unter diesem Video alles auch nochmal. Die gibt es im Moment nicht auf Amazon, sondern auf Mediamarkt. Aber da packe ich euch die Links auf jeden Fall auch nochmal dazu. Ich werde euch auch nochmal unser Testvideo vom EQ9 verlinken und unser bisheriges Übersichtsvideo von allen Siemens-Geräten. Das werde ich aber nochmal neu machen, weil wir jetzt zwei neue Geräte haben. Es kommt auch noch ein EQ 300, heißt der, glaube ich, hierher. Und dann haben wir wirklich alle Geräte, die es gerade gibt von Siemens, hier stehen. Und die können wir dann mal alle zusammen auf dem Tisch haben. Ja, und wir werden ja auch nochmal so einen Top-Vergleich machen von wirklich den Top-Modellen über 2000 Euro oder über 1500 Euro. Vielleicht kannst du trotzdem schon mal so ein bisschen teasern, für wen jetzt dieses Gerät geeignet ist und wie es sich vielleicht so ein bisschen einordnet zu anderen Geräten in dieser Preisklasse. Ja, ist auf jeden Fall ein teures Gerät, also man muss ein bisschen Budget haben. Ich glaube, dass es für die meisten, die so viel Geld ausgeben, Sinn machen wird, das mit zwei Wohnkammern zu kaufen, weil die könnt ihr dann auch getrennt voneinander einstellen und dann könnt ihr vielleicht in der einen unseren kräftigen Kaffee haben, in der anderen unseren etwas milderen, falls jemand sehr kräftigen Kaffee und der andere lieber schokoladigen Kaffee trinkt oder halt einen Decaf-Kaffee. Wenn entkoffiniert, euch entkoffinierten, ne? Kaffee, genau. Ich soll ja immer Deutsch reden. Das fällt mir manchmal schwer. Und genau. Und von daher ist es auf jeden Fall schon so ein Preisklassending. Wir werden auch Vergleichsvideos mit Jura-Geräten in der gleichen Preisklasse machen. Wir werden wahrscheinlich nochmal ein DeLonghi-Gerät in der gleichen Preisklasse daneben halten, dass man da nochmal eine ganz gute Übersicht bekommt, was so die Unterschiede von den Herstellern sind. Ich glaube, der fügt sich da ganz gut ein. Ich glaube, man kann ganz gut 2000 Euro ausgeben hier und macht dann einen ganz guten Deal. Aber den direkten Vergleich zu haben, ist auf jeden Fall immer nochmal spannender. Vor allem von der Lautstärke, wie wir das von Siemens kennen, ist er richtig gut. Ich wollte noch sagen, dass es auch noch ein Bean-Ident-System gibt, wo angeblich der Kaffeevollautomat erkennen kann, welche Bohnen da drin sind. Ja, das ist sehr und spannend. Und das kennen wir ja auch schon von DeLonghi, von dem Majestosa, der hatte sowas auch. Da ziehen die Hersteller dann ja immer gerne nach, wenn es irgendwo was gibt, dann wollen das auch immer alle haben, weil sie irgendwie Angst haben, was zu verpassen. Wir haben uns jetzt ja sehr viel damit beschäftigt, wie man Kaffee röstet. Wir haben uns von unserem Kaffeeröster Wolfram stundenlange Vorträge über Röstchemie und was alles in der Bohne passiert anhören müssen. Und es ist wirklich unmöglich, dass der Kaffeevollautomat erkennt, welche chemischen Strukturen in so einer Kaffeebohne sind und daraufhin irgendwas anpasst. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Deswegen ist es schön, dass man alles auch einfach per Hand verstellen kann und dabei würde ich auch bleiben. Ja, und wie üblich, lasst euch jetzt nicht von so vielen Marketing-Buzzwords verleiten. Ich habe so das Gefühl, je höher man in der Preisklasse irgendwie steigt von den Vollautomaten, desto mehr hat man halt diese ganzen Adapt-Technologies und mit Anglizismen wird nur so um sich geworfen. Es ändert natürlich nichts daran, dass das ein sehr gutes Gerät ist, aber es sollte letztendlich kein Kaufkriterium sein, sondern Kaufkriterium sollte sein, ob die Getränke halt gut werden. Das zeigen wir euch hier in den Videos und dann könnt ihr selber sozusagen beurteilen, welches Gerät vielleicht für euch das Richtige ist. Das eine Gerät macht etwas mehr Milchschaum, das andere etwas weniger, das eine ist etwas heißer, das andere ist weniger heiß. Das sind sozusagen die Unterschiede, die es dann ausmachen. Und natürlich, wie wir ja mal sagen, wenn ihr oben Mist reinkippt, kommt unten Mist raus. Das heißt, also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr gute, frische Bohnen oben reinkippt. Ja, ein gutes Beispiel auch noch für diese Buzzwords, die es immer gibt, ist, es gibt auch noch so eine Aroma-Boost-Funktion, heißt es, glaube ich, heißt es so, ja. Die dann aber nur in dem Komfortbereich funktioniert, also in dem Bereich, wo man weniger selber einstellen kann, wo dann, glaube ich, einfach genau das Gleiche passiert, dass einfach mehr längere Vorbrühzeit oder mehr Kaffeepulver oder beides ist. Und das ist dann einfach nochmal ein fancy Wort, was sie reinschmeißen und dann in ihrem Marketing-Sprech integrieren. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum wir die Geräte immer selber kaufen oder so gut wie immer selber kaufen. Ein paar Testgeräte bekommen wir, bevor sie auf dem Markt sind. Das ist immer ganz gut, wenn wir die früh bekommen, weil
wir uns überhaupt nicht nach diesem Gelaber, muss man sagen, diesem Marketing-Gelaber richten müssen, sondern wir können es einfach nennen, wie wir wollen und die Sachen weglassen, die unserer Meinung nach keinen Sinn ergeben. Was nicht dazu gehört, ist die Reinigung. Und wir wollen uns jetzt nochmal angucken, was schmutzig geworden ist in dem Gerät und was man wie sauber machen muss. Nehmen den Trester-Behälter raus, die Brühgruppe raus und dann haben wir noch ein kleines Fazit von diesem Video für euch. Wir wollten uns jetzt ja nochmal angucken, wie voll geschmuddelt der ist, wenn man den benutzt hat. Wir haben den jetzt ordentlich benutzt. Ich glaube, ich habe hier vorher auch schon ein paar Getränke zubereitet. Also es sollte jetzt alles randvoll sein an Auffangbehältern, Abtropfschalen. Also die Nuss-Nuss-Ecke verschluckt. Und die war aber wirklich sehr lecker. Normalerweise essen wir ja nicht bei Videos. Dafür kriegen wir garantiert auch noch Ärger in den Kommentaren. Ja, wir haben den Automaten gut durchgenudelt. Mhm. Bin ich mal gespannt, was gucken jetzt passiert. Wir uns mal an, was passiert. Es ist so, dass wenn ihr die Vergleichsvideos noch angucken wollt oder die nächsten Testvideos, wir haben noch über 10 Automaten hier stehen, die wir noch nie im Kanal hatten. Oh mein Gott, ja. Dann abonniert den Kanal, guckt euch auch unsere alten Videos an. Wir machen die ja schon seit Jahrzehnten nicht, aber seit vielen, vielen, vielen Jahren. Mhm. Auch spannend für mich zu sehen, damals vor 6, 7 Jahren, als wir den Vorgänger hier, den EQ9, das erste Mal getestet haben, kam mir der super modern vor. Und wenn man die jetzt nebeneinander stellt, dann sieht er auf einmal ein bisschen oll aus und das ist schon witzig, wie sich das so ändert. Also ein bisschen was passiert doch. Wir sagen ja immer, so viel Innovation gibt es nicht. Wassertank könnt ihr einfach so rausnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das steht. Doch, das geht. Mhm. Und dann habt ihr hier noch so eine Klappe, so eine Service-Klappen-Abdeckung sozusagen. Die könnt ihr auch rausnehmen. Die ist jetzt von innen so ein bisschen beschlagen. Das ist ganz normal. Ist halt Wasserdampf in dem Gerät. Das kann man auch einfach abspülen und abwischen. Das geht auch ganz einfach. Darf man aber nicht in die Spülmaschine stellen. Es ist auch hier markiert, dass man es nicht in die Spülmaschine packen darf, mit einer durchgestrichenen Spülmaschine. Und das finde ich immer ganz gut, wenn das so eindeutig ist. Nochmal als extra Hinweis. Genau. Und dann sehen wir hier jetzt schon rein. Wir sehen schon, hier hängt jetzt noch ein bisschen was von dem runtergefallenen Trester. Deswegen habe ich auch immer einen Lappen noch dabei. Und hier kann man jetzt die Brühgruppe entriegeln. Und wenn die entriegelt ist, könnt ihr die rausziehen. Da seht ihr, da tropft noch ein bisschen Wasser raus. Das ist auch alles gar kein Problem. Ihr seht auch, hier ist ein bisschen Kaffeepulver dran. Gerade hier an den Punkten, wo das Kaffeepulver zusammengedrückt wird vor dem Bezug. Also das Kaffeepulver wird verdichtet. Das ist ja bei so einer Espressomaschine dieses Tampern, was man manuell macht. Das macht hier ja die Brühgruppe für euch. Und Siemens hat ja auch irgendwie eine eigene Brühgruppe. Sie ist so ein bisschen anders zumindest als die Brühgruppe, die man sonst so kennt. Ne? Das kommt aufs Gerät an, genau. Okay. Also bei dem Siemens EQ6 ist es eine Brühgruppe, die sieht eigentlich genauso aus wie bei Nivona oder Miele oder Melitta. Das sind eigentlich alles die gleichen Dinger. Bei dem EQ9 fing das an, dass sie diese Brühgruppe hier haben. Ich glaube, die haben die damals Spindelbrühgruppe genannt. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch so nennen. Habe ich jetzt lange nicht mehr gehört, den Begriff. Aber die sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus und sitzt auch ein bisschen anders im Gerät drin. Das ist im Prinzip dann einfach dieses Teil. Ihr seht auch, hier ist so ein bisschen ein kleiner Kaffeepulverrest geblieben. Nach dem Mahlen fällt das da rein. In diesen Trichter wird dann verdichtet. Die ist ja so ein bisschen beweglich, fährt sich hin und her. Bei der Brühgruppe, die müsst ihr jetzt eigentlich nur kurz unter fließendes Wasser halten und mit der Hand ein bisschen dran rumruppeln, wo ihr irgendwie Kaffeepulverreste seht. Und die dann am besten danach mit einem trockenen Handtuch abtrocknen. Also gar keine Seife dran und auf keinen Fall in die Spülmaschine. Muss ich das dann jetzt jedes Mal machen, jeden Tag, nachdem ich Kaffee gemacht habe oder nicht? Oder? Meine Empfehlung ist ja immer, an jedem Tag, an dem man die benutzt, sollte man das auch sauber machen, genauso wie seine Tasse. Es gibt Leute, die finden, dass das zu oft ist und die machen das nur einmal in der Woche. Ich würde es wirklich jeden Tag machen, weil auf Kaffeepulverrückständen entsteht auch sehr schnell Schimmel. Super wichtig ist, dass ihr das macht, bevor ihr in Urlaub fahrt und dass ihr das Gerät am besten auch offen lasst. Macht es am besten jeden Tag einfach als Routine, nachdem ihr die benutzt habt. Trocknet die auch ab mit dem Handtuch, das ist wichtig, weil ihr entkalkt ja auch euer Gerät immer. Und wenn ihr jetzt jeden Tag die abwascht und dann lasst ihr das Wasser, was noch drauf ist, dann trocknen, dann kann es halt sein, dass da dann auch schon so viel Kalk dabei ist. Deswegen würde ich ein bisschen abtrocknen. Und ja, also abspülen, das war's. Und dann gucken wir hier nochmal ins Gerät rein und dann habt ihr hier noch mit dem Magneten befestigt so einen Auffangschnibbel. Und dann seht ihr auch schon, warum der da ist. Der fängt nämlich so ein bisschen Kaffeepulverreste auf, ein bisschen Wasser und sorgt einfach nochmal dafür, dass das Gerät von innen weniger schmutzig wird. Und das Ding könnt ihr auch super einfach abspülen. Da steht auch was drauf.
das darf sogar in die Spülmaschine. Okay. Ich würde es trotzdem nicht in die Spülmaschine packen, um ehrlich zu sein. Ich würde es einfach kurz mit der Hand abspülen. Hier kann auch dann Spüli ran, das ist kein Problem. Das könnt ihr auch dann auch hier, glaube ich, relativ einfach mit dem Magneten wieder befestigen. Da seht ihr selbst, ohne dass ich das genau sehe, das klackt dann da einfach wieder ein. Das ist sehr benutzerfreundlich auf jeden Fall. Das spült ihr dann auch ab. Und das sieht jetzt ein bisschen schmuddelig aus, das ist aber völlig normal, dass ein Vollautomat dann einfach so aussieht, nachdem man den Tag lang benutzt hat. Deswegen ist auch meine Empfehlung, ihn dann jeden Tag sauber zu machen. Und ich gehe jetzt nochmal rum und ziehe mal nach vorne den Trista-Behälter raus. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit der Reinigung soweit durch. Mhm. Ja, Reinigung an sich ist jetzt ja auch bei dem Gerät keine Überraschung. Ne? Es geht eigentlich relativ leicht von der Hand. Man kann die Sachen, wie du eben gezeigt hast, schon schnell rausnehmen. Das ist ja vielen Leuten auch immer sehr wichtig, dass die Reinigung schnell vonstatten geht. Kann ich ja auch durchaus verstehen. Und vor allem, was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist, wenn eben so der Trista-Behälter dann irgendwie, ja, wenn die Pucks da nicht richtig reinfallen und alles irgendwie nebenbei fällt. Das hatte ich auch schon gehabt. Aber hier ist es echt alles ziemlich gut geordnet und leicht zu reinigen. Mhm. Was meiner Meinung nach ein kleiner Nachteil an diesem Vollautomaten ist, das seht ihr jetzt auch, wenn man den Trista-Behälter rauszieht, ist, dass der Trista-Behälter sehr flach ist. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, der ist also in dieser Schale einfach nur drin. Und dann habt ihr hier so einen Puck und die fallen da halt rein. Die gehen dann teilweise auch kaputt. Das ist auch okay, wenn die kaputt gehen. Die sind hier trocken, die sind nicht matschig. Das ist auch vielen Leuten wichtig. Das ist jetzt für den Geschmack aber auch nicht so entscheidend. Ihr habt hier aber einen relativ flachen Behälter. Das heißt, der muss oft ausgeleert werden, weil wenn die Pucks jetzt höher liegen als so, dann kann man es nicht mehr rausziehen, ohne dass das Kaffeepulver herausfällt. Ja, und die Sensoren und melden sich dann wahrscheinlich auch relativ genau schnell. Genau. Das heißt, da passt einfach nicht so viel rein. Das ist jetzt ein kleiner Nachteil, würde ich mal sagen. Ich war mal vor 7 Jahren oder so auf dem IFA-Stand. Da war dann ein Siemens-Promoter mit dem Vorgängergerät, dem EQ9, zugange. Und der ist ganz schön ins Schwitzen gekommen, als er gemerkt hat, dass wir Videos machen, weil er dann erstmal die Geräte grundreinigen wollte. Und die sehen dann manchmal schon ein bisschen abenteuerlich aus, aber auf so einer Messe ist das ganz normal. Der hat dann ganz souverän reagiert und meinte, ja, das soll ja auch so originalgetreu, wie es im Betrieb ist, aussehen. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Genau, den spült ihr ja einfach aus. Das ist überhaupt kein Problem. Hier vorne ist dann die Abtropfschale, die könnt ihr einfach so auskippen oder ihr wascht die auch noch ein bisschen aus. Das ist auch kein Problem. Die muss man schon auch mal regelmäßig mit dem Schwamm natürlich durchreinigen, auch ein bisschen spüli vielleicht, weil sonst wird es ein bisschen schmierig. Ja, das Kaffeeöl macht sonst eine Patina da drin, die dann auch relativ hartnäckig ist. Und das kriegt man weg, je öfter man das macht, desto besser. Ich würde dann nochmal, wenn ihr schon dabei seid, nochmal den Innenraum einfach mit einem sauberen, nassen Lappen auswischen. Auch ohne irgendwelche Spüli-Geschichten, sondern einfach nur so. Das ist auch kein Problem. Und dann kannst du mir nochmal den Milchtank rausgeben. Mhm. Wenn ihr hier diesen Milchtank benutzt und nicht den Adapter, den ich angesprochen habe, dann müsst ihr aufpassen, wie bei jedem Milchbehälter, dass ihr nicht immer nachfüllt und die alte Milch unten drin bleibt. Man sollte den komplett, es ist einfach dann irgendwann eklig, sondern man sollte den immer komplett verbrauchen, sauber machen und dann nachfüllen. Den könnt ihr auch in den Kühlschrank stellen. Ich finde, der hat jetzt keine so ideale Form für einen Kühlschrank, weil in diese kleinen Seitendinger passt der, glaube ich, nicht rein, weil das dann zu lang ist. Müsst ihr dann gucken, ob da Platz im Kühlschrank ist. Ich glaube, ich würde den dann tendenziell versuchen, eher leer zu machen. Und ich glaube, ich persönlich würde tatsächlich mir auch diesen Adapter holen und dann direkt aus irgendwie einer Tasse die Milch beziehen, die man einfach gut in die Spülmaschine stellen kann. Ja, und Reinigung ist, glaube ich, jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht schwieriger als bei anderen Kaffeevollautomaten, sondern übersichtlich einfach. Ich finde das ganz gut mit diesem Magnetding. Und es gibt natürlich auch diese internen Reinigungsprogramme, die man natürlich auch nochmal zusätzlich durchlaufen lassen sollte. Die aber natürlich muss, würde ich sagen. Muss, genau, aber das ersetzt natürlich auch nicht das, was wir jetzt hier gemacht haben. Ne? Also viele Leute denken, ja, okay, mache ich das automatische Reinigungsprogramm an und fertig ist die Laube. So ist es dann natürlich nicht. Man muss es dann doch rausnehmen, auswaschen, reinigen. Reinigung ist immer Handarbeit, ne? Das ist leider immer noch kein vollautomatisches Reinigungssystem hier. Ja. So, mir sieht das jetzt zu wild aus. Ich baue den einmal kurz zusammen und dann machen wir mal ein kleines Fazit zu dem Vollautomaten. Ja. Die wichtige Frage ist jetzt natürlich, kaufen oder nicht kaufen? Lohnt es sich? Sollte man vielleicht lieber ein anderes Gerät nehmen? Was wir auf jeden Fall in dem Kanal jetzt noch machen werden, wir werden zum Beispiel Jura-Geräte der gleichen Preisklasse im direkten Vergleich einmal vergleichen und mal gucken, ob der Siemens dann bei der Milchschaumqualität und der Getränkequalität mithalten kann, weil das machen die Jura-Geräte ja immer sehr gut. Mhm. Ich kann aber schon sagen, dass ich jetzt super zufrieden war mit den Getränken. Es hat mir gut gefallen. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum EQ9, dem Vorgängergerät.
der EQ 900, der macht auf jeden Fall mehr Milchschaum und auch besseren Milchschaum. Es ist auf jeden Fall mehr als ein kosmetischer neuer Anstrich. Also ja. Es ist mehr passiert im Gerät, es ist ein wirkliches Upgrade, das muss man auf jeden Fall sagen. Die negativen Punkte, die mir aufgefallen sind, sind wirklich Kleinigkeiten. Ich hätte das Display gerne noch ein bisschen nach oben angewinkelt gehabt. Ich hätte den Tresterbehälter gerne irgendwie ein bisschen größer gehabt. Ich hätte es gut gefunden, wenn dieser Milchadapter dabei gewesen wäre und man den nicht extra kaufen müsste. Und ich glaube, das waren tatsächlich so meine Kritikpunkte. Alles andere hat mir super gut gefallen. Die Benutzerfreundlichkeit mit dem Display ist super. Die Benutzerfreundlichkeit mit der App ist auch gut. Hat auch sehr gut geklappt. Ja. Die Getränke haben mir auch wirklich sehr gut gefallen. Da zeigt das Gerät dann halt in der Preisklasse auch, was es kann. Und das ist schon auch nicht selbstverständlich, dass die Getränke so gut werden. Das ist also so, ich würde mal sagen, so wie bei den teuren Jura-Geräten wahrscheinlich. Deswegen wird es auch nochmal spannend sein, die direkt zu vergleichen. Ja, und wenn Lautstärke natürlich eins eurer Hauptkriterien ist, solltet ihr natürlich auf jeden Fall irgendwie in diese Siemens-Serie gucken. Der EQ 9 ist nach wie vor super leise. Super silent. da merkt man den Unterschied wirklich deutlich zu anderen Geräten, auch in derselben Preisklasse. Ja, und der EQ 900, der hatte jetzt 63 dB. Das ist dBA heißt das, ne? Dezibel. Das ist auch wirklich wenig. Es ist wirklich ein sehr leises Gerät. Ich habe noch einen Kritikpunkt vergessen, nämlich dass dieser Auslauf jetzt irgendwie nicht ganz so hochwertig aussieht, wie ich mir den gewünscht hätte. Aber darüber kann ich auch hinweg gucken. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Budgetfrage. Wenn ihr jetzt sagt, so ja, 2000 Euro haue ich raus, dann ist es eine gute Wahl. Dann könnt ihr den auf jeden Fall getrost bestellen. Ja. Dann kommst du ein bisschen auf Kleinigkeiten an. Vom Design her, mag man den Metallic-Look oder mag man den nicht? Ist einem der zu groß oder hat man sowieso genug Platz in der Küche? Habt ihr vielleicht schon andere Siemens-Geräte, die ihr sowieso irgendwie in eurem Haushalt habt? Benutzt ihr die Home Connect-App vielleicht schon mit eurer Mikrowelle oder Ofen oder was ihr auch immer zu Hause habt? Dann ist das vielleicht auch nochmal ein Argument dafür, bei Siemens vorbeizuschauen. Aber auch ohne App kann man den wirklich gut benutzen. Ja. Was, glaube ich, für viele Sinn ergeben wird, dass die Version mit dem zweiten Mahlwerk zu kaufen. Das ist, glaube ich, von dem Preisunterschied im Moment, so wie die Preise jetzt gerade sind, die können sich natürlich das ja ziemlich neu noch verschieben, gerechtfertigt. Also sagen wir mal, wenn ihr nur 100 oder 200 Euro mehr ausgeben müsst, um noch das zweite Mahlwerk zu haben, würde ich mir das auf jeden Fall holen. Mhm. Das ist dann ganz spannend, auch weil man Kaffeesorten mal sehr gut vergleichen kann, damit ihr dann auch genau noch mal sehen könnt, dass unser Kaffee wirklich besser schmeckt als die meisten anderen zum Beispiel. Da scheuen wir auch keinen Vergleich. Das könnt ihr gerne machen, da freue ich mich über jedes Feedback. Und ich weiß, viele von euch haben den schon. Schreibt doch mal in den Kommentaren, seid ihr zufrieden? Wir werden den ja in anderen Videos noch wieder haben. Sagt uns, was wir jetzt vergessen haben, was wir nochmal testen sollen. Jemand hatte sich, glaube ich, gewünscht, dass wir die Doppeltastenfunktion mal ausprobieren. Das machen wir auf jeden Fall in dem nächsten Video. Und da sind wir auf jeden Fall nicht raus. Wir können jederzeit noch neue Sachen machen und hören da gerne auf Feedback. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, hilft euch bei der Kaufentscheidung. Und jetzt haben wir noch einen ganzen Berg Nussecken, den wir essen müssen. Man hat es nicht leicht, man hat es nicht leicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.